Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Medieval Dynasty und als erstes entschuldigen, dass ich mich so knapp verabschiedet habe bei der letzten Folge, aber ich war so dringend, musste ich wohin und deswegen habe ich das vergessen. Aber ich gehe jetzt mal zum Pani und wir sehen uns, wir hören uns gleich wieder. Also jetzt eigentlich. Hallo, Mr. Pani und Mrs. und Mr. Community. Einen wunderschönen lieber Wova und Community. Hallöchen. So, wollen wir uns erstmal die. Unser Baum ist auch ein bisschen gewachsen. Schön. Ach, cool. Deine Felder sind fertig. Oh, sehr schön. Und die Neuigkeit kannst du dann auch nochmal direkt deinen Leuten zeigen. Denn unser Schweinchen ist groß. Oh! Ja, und wir haben immer noch keinen Namen für. Nö. Also in den Kommentaren könnt ihr jetzt noch reinschreiben, bis jetzt, ansonsten nächste Folge werden wir uns einen selber Namen aussuchen. Aber wieso ist sie denn immer noch klein? Die haben wir doch beide gleichzeitig gekauft. Ich meine, ich bin ja stolz, dass der Dicke groß ist, aber... Ich denke mal, der war schon so älter, als das Weibchen, das wir die geholt haben. Also okay. Und hier, ne? Ah, schön. Oh, die Esel haben schon... Kinder gemacht? Ja, die haben sie nicht so schnell geschafft. Ja, die sind flott. Nicht schlecht. Junge, Junge, was für Rammler. Ja, ne? Schön. Ja, schön. Das freut mich aber. Ja, mich auch. Ja, Mensch. Und der Panik kann ernten gehen? Ja, denk an die rote Beete, die brauchen wir, ne? Guck mal, da habe ich extra ein Doppelding gemacht. Doppelschwingtür. Sehr wenn geil. Wir mit den Eseln raus wollen, ne? Nicht, dass wir dann wo an einer hängen bleiben oder sowas. Ja, ja, super. Hast du... Sieht auch richtig cool aus, finde ich, wie du das gemacht hast. Mhm. Gefällt mir. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, ich eine Runde Ernte, oder was? Ja, Erntemaschine. Let's go. hier bin ich gespannt. Hier muss ich mit beibleiben. Ey, hoffentlich kriegen wir... Ich befürchte... Fertig. Na gut. Brauchst du dafür keine Zichel? Nee. Die ziehst du ja normalerweise aus der Erde raus. So wie Karotten auch. Achso. Ja, wir kriegen auf jeden Fall die 70 locker zusammen. Sehr schön. Das ist sehr schön. Von den Samen, den wir ja geschenkt gekriegt hatten. Mhm. Ja, 125 haben wir zusammen gekriegt. Ja, cool. Kannst du direkt neue pflanzen dann. Könnte ich den Kohl auch kleiner durchernten, weil dann können wir gleich nochmal... schmackhafte Kohlsuppe machen, die wir verticken können. Ja. Ach so, ich hoffe, wir haben jetzt genug Fleisch. Ja, müsste eigentlich noch haben. Ich habe noch Fleisch reingetan. Okay. Ansonsten kann ich jetzt noch mal eben kurz jagen gehen. Ich weiß ja nicht, wie viel Fleisch du brauchst für die jeweils. Drei oder so was? Ich weiß es immer ja nicht. Kannst du mal reingucken in der Küche. Wenn ich sie finde. Essel, Suppen, Kohlsuppe. Drei Fleisch, zwei Kohl. Und drei, zwei, okay. Fleisch ist hier drin. Noch über 50 Fleisch drin. Groß. Ja. Dann kann ich noch ein bisschen was holen gehen. Guck mal, ob im Lager vielleicht noch Fleisch drin ist, weil das letzte Mal haben sie welche in Lager, wenn ich müssen die hier. Echt? Das normale Lager? Hm. Ja. Ja, Kohl ist wie immer ergiebig, also da kriegen wir wieder ordentlich was zusammen, obwohl ich mich auf ein Feld beschränkt habe. Hm. Bin schon bei 500 Kohl. Oh Mann. Das heißt, 250 Suppen könnten wir machen, ne? Ja, wenn wir Fleisch hatten. Ich kann ich ein bisschen was holen. Jetzt Frühling, ne? Ja, Frühling ist. Ja. Oder ist Herbst? Haben wir Winter schon gehabt? Nee, ne?
Warte, wo sehen wir denn? Nee, Herbstverweilung. Wir haben Sommer, ist durch. Ja. Was ist denn eigentlich mit dem Hopfen, sag mal? Wann kann man denn den ernten? Ja, ich glaube, da dauert ein Jahr oder so. Nö. Einmal Hopfen kann ich nicht ernten, oder? Okay. ...21 Hopfen. Aber erkennt man auch relativ gut, die erntereif sind, also... Ja. Pflaumenbaum. Ja, da sind dann so leicht helle Früchte dran, sozusagen. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir wieder... haben wir noch Dünger eigentlich? Ja, ein bisschen. Weg mal kurz... Dünger herstellen. 50 mal Dünger. Und dann können wir mal gucken, was wir ansehen. So. Was haben wir denn hier alles? Haferkorn haben wir hier. Karotten. Kohl. Leinsamen. Weizenkorn und Zwiebeln. So, hier können wir erstmal noch Dünger aufbringen. Schweinehund. Oh, hier kannst du gut Fleisch sammeln, ja. Alles gut. Renn nicht da weg hier. Weit wegrennen müssen, ne?
Bin mal gespannt, ob das noch für das ganze Feld reicht. Direkt vor die Füße fallen, ist doch sehr schön. Was jagst du denn gerade? Hirsche. Ja, oder? Okay. Ja, Hirsche. Könnte knapp werden. Dem Dinger. Naja, das nennen wir mal Punktlandung. Zwei Dinger sind ewig geblieben. Ja, ohne schlecht. Tot. Guck mal, wie viel ich hab. Nochmal 68 Fleisch. Sehr schön. Weil Bisons und so würden natürlich ein bisschen mehr bringen, aber ist auch nicht gerade einfach, ne? Nee, das ist richtig. Da musst du dann wirklich aufpassen, dass du nicht erlegt wirst von denen. Ja. So, haben wir noch eine Kupferhacker vielleicht, Anna? Wie sieht's hier aus? Hier sind schon wieder Kupferhacker, Kupferbahnen, Leder, Löwenzahn, Goldgürtel. Wegwarte. Keine Kupferhacker. Da muss ich mir selber eine bauen, ne? Ja, Kupfer müsste ja noch drin sein. Oder Bronzehacke, wenn du kannst. Ich bringe hier schon mal einen Schub Fleisch. Sehr schön. Oh, warte, hier liegt noch ein. Hier liegt noch Loot. Loot? Oh, Stämme, Metflaschen, Bretter. Oh. Ja, Metflaschen auf jeden Fall mitbringen, sind gut zum Verkaufen. Beziehungsweise kann damit auch irgendeinen Trank machen. Okay. Das war's.
Der Standort bei mir im Stream, den ich hatte, ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnerst, an dem Wasserfall da. Da waren aber zwei Punkte, wo diese verlassenen Dinger da waren. Diese Free Loot. Wieso geht's nicht mehr, Bruder? Also ich hab das hier noch ja nicht freigeschaltet, das Bronzezeug, oder? Ja, ne, dann hatten wir, glaube ich, auch das Bronzezeug noch gar nicht frei. Dann hatten wir Kupfer, ne? Wir haben erst 200 von 500 Punkte. Ja, da war das Kupfer. Okay, dann Kupfer, fehlt mir ein Holzstamm. Mal Holzstämme. Hm, da vermisst man genug an. Oh, guck mal hier. Eine Ratte haben wir gefangen. Was die Rattenfalle natürlich kaputt. So, gib mir mal Holzstämme. Wissen nicht, wie viel ich brauche. Ne? 88 mal Fleisch. Ja, sehr schön. Kann ich denn gleich. Ja, warte mal, Leder habe ich doch dann auch, ne? Muss ich gleich mal gucken. Weil dann könntest du nämlich mal gucken, ob du Sättel herstellen kannst. Okay. 40 mal Leder habe ich da reingetan. Und Satteltaschen eventuell auch. Ne? Obwohl die brauchen wir nicht. Sättel erstmal wichtig. Wir haben hier gerade ein anderes Problem. Und dann? Ich kriege schon wieder in. Warum haben sie denn. Wir müssen mal gucken, ob wir die Schmiede upgraden können, weil ich da kein Zeug mehr einlagern kann. Oh, du brauchst übrigens noch trinken, ne? Oh ja. Oh ja, oh ja. Hat Tyler nämlich gerade gesagt. Danke für den Hinweis. Ja, wir kriegen hier nichts mehr entlagern. Müssen wir mal gucken, ob wir das upgraden können. Nee, 202 haben wir. Wir brauchen 250. Nee, Quatsch. Da ist die Werkstatt. 500 brauchen wir und wir haben nur 202. Oh, scheiße. Ja, gut, dann müssen wir das erstmal entlagern schmeißen. Nützt dann alles nichts. Dann muss ich das Zeug erstmal hier einlagern. Und zwar die 20 Eisenbahnen. Obwohl wir die eigentlich auch verkochen können, die Eisenbahnen. Die können wir am Anfang sowieso noch nicht verwerten. Ja. Ja, ich habe gerade ein bisschen Bronzebarren verkauft, weil wir davon haufenweise hier drin hatten. Mhm. Und die bringen gut Kohle. Und die können wir eh noch nicht verwerten. Das heißt, aus allem am besten Barren machen, was wir holen und dann vertickern. Ja. Könnte man eigentlich auch schon machen, aber das brauche ich dann, wenn dann können wir das aufschreiben für die nächste Folge. Wir haben jetzt schon wieder Nacht. Ja, aber ich bin mit meiner Feldarbeit noch nicht fertig. Naja, wir haben ja eh noch Zeit. Musst du mir erstmal eine neue Hacker machen. Mach mal das Eselstellchen sauber, weil irgendwie macht das unsere Helga nicht. Unsere Ingeborta oder wie heißt die? Ingeborg. Und Schweinchen dürfte er jetzt auch produzieren eigentlich. Ja. Hier in Troitzki mal du. Sehr schön. Muss hier dann auch ins Lager. Und unser Kompost müsste da eigentlich auch wieder voll sein, ne? Da habe ich schon rausgegrabbelt. Achso, okay.
Aber war bloß einer voll. Der andere war leer. War besser einer wie keiner, oder? Jo, das stimmt. Ja. In eine war sogar noch mit drinne. Mann. Das tue ich mal ins Materiallager als Met, weil sonst saufen die dort weg wahrscheinlich. Hm. Das kann möglich sein. Wir haben hier sogar Glühwürmchen. Das war gut. Mhm. Hübsch, hübsch. Ja. Ich überlege Tatsache. Weil wir müssen immer schlafen wollen. Ja. Weil ich hab das Problem, dass ich ja beim Ansehen ja nicht sehe, wo ich bin. Mal machen. Ist das? Mhm. Müssen wir immer schnell eine Schlafpause einlegen. Ich bin noch mal hin, weil dann kannst du ja, da stehst du ja eh direkt auf. Mann, was der am Keuchen ist. wolltest du dann gleich zum Posnomia oder soll ich dir die abnehmen und machst die Felder dann weiter und ich mach die Quest dann schon mal. Ich mach die Felder weiter. Weil ich glaube, da sind ein paar mehr. Ich weiß nicht, wie viele das waren, aber das war eine ganze Menge. Weil das ist ja alles ohne Frucht gerade. Ja. Das heißt, hier ist ganz viel zum Ansehen. Wolltest du mir das dann geben oder wolltest du es dann nachmachen? Weiterhin geben. Eine rote Beete. Ach so, ja. Wo habe ich denn die rote Beete? Oder hast du hier reingetan? Nee, warte. Packe drin da. Wo ist sie, die rote Beete? Hab ich auch mal wieder Lust drauf. Ist drin, oder? Einmal 70. Und hier ich die mal eben abgeben. Hä? Okay. Warum geht der Robbenkorn aus, weil ich gar keinen Robbenkorn habe? Also wir kriegen da 165 Punkte für. Okay. Ja, das Einzige, was ich gerade ansehen kann, ist Weizen. Super. Bin da jetzt rein. Gucken, ob ich hier noch irgendwo Kohle für kriege. Und dann kann ich ja mal Roggen mitnehmen oder so. Dann kannst du noch Roggen anbauen. Roggen könnte ich jetzt auch noch anbauen. Also bring mal, wenn du kannst, 50 Stück mit, bitte. Warte mal, dann nehme ich noch mal ein paar Bronzebarren mit. Ja. Oder verkauf doch die Eisenbahn. Die Eisenbahn können wir. Dann lass lieber die Bronze drinne, weil da sind wir dann näher dran, oder? Ja. Verkauf lieber die Eisenbahn erstmal. Das sind ja 20 Stück, die sind im Lager, glaube ich, bei gerade reingepackt. Im richtigen Lager oder im Dingslager? Im richtigen Hauptlager. Okay. Weil ja an dem anderen kein Platz mehr war. Gut. Die dürften ja einiges einbringen eigentlich. Denke ich auch. Also ich habe das so ein Gefühl gehabt, dass die Eisbahn gut Geld bringt. Müssen wir eigentlich Steuern zahlen? Noch nicht, ne? Nee, erst im Frühling. Oder haben wir Steuern bezahlt? Ich weiß es ja nicht. Also wir haben noch keine Quest davon.
Dann haben wir bezahlt. Ich glaube, das Steuermodell haben sie aus meinem Gefühl auch nochmal angepasst. Also ja. Früher war das ja so, umso mehr Feldfläche du hattest, umso mehr Steuern musstest du bezahlen. Mhm. Ich glaube, das haben sie verändert. How do you do? Price is so low, you don't need to haggle. Our king will go down in history as the most 900. Have a nice day. So. Jetzt müssen wir aufpassen. Wie viel habe ich hier noch? 14. Gehen wir die hier noch auf dem Feld? Hail, friend. Remember, I'm not whatever you need, I've got it. It's the market. Roggenkorn brauchst du dafür, ne? Roggenkorn, ja. Fünfzig, wenn du kannst. Locker. Sehr schön. Da habe ich so für mich irgendwie rausgefunden, dass so 50 immer die ganz gute Menge ist, um dann dementsprechend viel rauszukriegen, weißt du? So, wird geliefert. Da ist unser Dorf. Das heißt hier raus. Alter, 237 Kohlsamen. Nice. Und 26 rote Betesamen haben wir durch die Ernte gekriegt. Das ist ja cool. Sehr schön. Ich tue die dir da in den Lagerschuppen bei dir rein, ne? Ins Lager. Ja, danke. Hä? Ich habe die rote Beete noch in der Tasche. Achso, oh, ich Depp hab die nicht abgegeben, ey. Ich wollte gerade fragen, bist du sicher, dass du ein abgegeben hast? Ich wusste, da war noch was. Verdammt. Schön, danke. Danke. Hab ich die Runde da jetzt reingetan? So? Ja, hast du. Ja, gut. Danke. Wolle. Oh Mann, ey. Ey, wir sind Ofenball-Spezialisten manchmal da. Tja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, ne? Ja, eindeutig. Ich hoffe, dass die Felder reichen, ansonsten muss ich noch ein Feld nachbauen. People wonder why living in Piastovia is supposed to make you better than anyone else. Why do they need to question everything? Habe ich. Die Frage ist, brauchst du sie noch oder bist du schon dabei, als Dichter berühmt zu werden? The taxes here are incredibly high. Jetzt muss ich reimen. Warum? Bei dem Dichter. Bei dem. Der will dichten dabei, bei der Arbeit. Und das hat sich der Sohn ausgedacht. Soll ich ihm helfen?
Was die alles kommen, wa? Ja, aber echt, ey. Fangen wir mit Zwiebeln an. Zwiebeln haben Schichten. Sie schmecken niffen und dichten der Sonderpreise für alle, die ihre Arbeitsplatz verrichten. Nein. Unsere willst du nicht verzichten. Du isst mein Brot. Schmeckt jedes andere wie Kot. Okay. Wie geil. Bist du frei von jeder Not? Oder ist alles verloren? Ich würde das eins nehmen. Schmeckt jedes andere wie Kot. Großartig. Kriegen wir jetzt mehr? Warte auf die nächste Jahreszeit. Ach so. Ach, guck mal, kriegen wir dann Kohle? Ich weiß es nicht. Also, weil der verkauft ja dann, ne? Also, ich glaube, wir können uns ja nachher auch hier einen Stand anbindeln oder sowas, ne? Ist das so? Ich meine, sowas gelesen zu haben, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay. So, wie sind neue Quests? Wolf Karotten und 5 Fleisch. Haben wir noch Karotten? Weiß ich nicht. Muss ich gleich mal gucken. Lass gleich mal gucken, ob wir noch 27 Salz haben. Na, Salz habe ich ja noch nicht verarbeitet. Ach, das andere sind Salzsteine oder sowas, ne? Der will 4 Kupfermark haben, kriegt er aber nicht. Wo, was kriegt er dafür? 140 Münzen und 33 Dynastie. Ne, dann immer machen wir was anderes. Kommst du zum Hof, oder? Jupp. Guck mal dann in der nächsten Folge mal mit den Missionen. Kannst du ja dann wieder gucken. Weiß ich noch nicht, ob ich das will. Ja, das sind eigentlich die, sind eigentlich solche Missionen. Ich meine, es ist eine Anschlagtafel hier, ne, am schwarzen Brett. Ah ja, okay. Da hängen 5 Stück neu. Ich glaube, ich bin auf der nächsten Jahreszeit gespannt, wenn wir da durch sind. Ach, ja, ob wir dann Kohle kriegen, oder? Ja. Ja, wäre spannend auf jeden Fall. Oder der will vielleicht, dass wir den dann immer beliefern mit rote Beete. Das wäre natürlich nicht schlecht. So, also ich bin wieder da. Okay. Ja, dann lass uns pennen hier. Pennen? Feiern brauchen wir nicht. Ja, machen wir so feiern. War noch voll Dach. Könntest ja das Feuer setzen so lange. Ja. Ruf, wenn das nicht an ist, aber. Warte. Ich hab keine Fackel. Warte mal. Kann ich mich hier so hart ausblenden? Ach, geht sogar. Dann weiter weg. Und dann können wir uns verabschieden. Jo. Bis gleich. Bis gleich. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Abend oder Woche oder sonst irgendwas. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschauen und guckt auch beim Panni vorbei. Link ist in der Beschreibung und im Video. Also bis denn.
Euer Wobra. Tschüss.